Neuen Schliff. Und kurz entschlossen hat er den Dortmunder Tenor Johannes Groß als Gesangslehrer engagiert. Ein tolles Gespann, meint auch die Witwe von Juppie Heesters. Johannes Heesters Witwe Simone Rethel trifft den Sänger Johannes Groß. Freut mich aber. Grüß dich. Ja, sieht blendend aus. Ja. Und du bist weiß geworden. Ja. Du kommst Juppie nach. Die erste Begegnung seit Jahren. Und ganz schnell wird die Erinnerung wach an schöne gemeinsame Tage. Und an die Jahre, als Groß Heesters unterrichtete. Wer nimmt noch mit 96 Jahren Gesangsunterricht? Ich, weil ich meinen Gesangslehrer Johannes vertraue. Mein Dank, dein Juppie. Das ist eine Erinnerung. Das ist nicht eben das Tolle, dass man mit 96 erstmal noch auf Tournee geht, das ist ja schon ein Knaller gewesen. Aber dass er eben offen war für etwas und gesagt hat, du, kannst du mir noch nicht was beibringen? Kannst du mir nicht, ich möchte weiterarbeiten und ich möchte weiter besser werden. Das finde ich toll mit 96. Ja. Simone Rethel spielt zurzeit in Essen Theater. Sie zeigt Groß die Bühne. Er demonstriert die Stimme, die Heesters so begeisterte, dass er Groß als Gesangslehrer engagierte. Ja. Toll, Mensch, du toll. Ja, und dann hat er mich gefragt, sag mal, wie ist das möglich? Ich habe morgens immer so einen Schleim, nicht? Und habe ich wortwörtlich gesagt, ich sag, Juppie, mit 96 Jahren ist man eigentlich gar nicht mehr da. Ja, das ist jetzt alles Quatsch, sagt er dann. Nein, sagt er, jetzt sag mal. Ja, und dann habe ich mir erklärt, also die Schleimhäute, die leiden natürlich. Und die Art, wie er gesungen hat, ich sag, du müsstest mehr vom Körper singen. Ich hab viel erlebt, geh durch Höhen und Tiefe. Und so wirkte der Gesangsunterricht Johannes Heesters bei einem Auftritt 2004 in Dortmund. Doch ich bin nur ein Mensch. Johannes Groß gibt nach wie vor Gesangsunterricht hier dem Tenor Kai Scholdibajew. Was Groß an Heesters am stärksten beeindruckte, war der Wunsch, immer das Beste auf der Bühne zu geben. Ich war damals 42. Und er war 96 und er hätte genauso gut sagen können, pass mal auf, mein Freund, ich habe schon so lange gelebt, ich habe so viel Weisheit, aber das hat er nicht gemacht. Er hat gesagt, also ich höre, was du tust und was du sagst, ist richtig und hat das angenommen. Johannes Groß singt eins von Heesters Lieblingsliedern, Zwei Mädchenaugen. Der Dortmunder Tenor möchte in Gedenken an Juppie Heesters einen Gesangswettbewerb ins Leben rufen. Die nennt sich dann der Goldene Juppie zum Beispiel. Das ist jetzt eine Idee. Goldene Juppie. Weil es gibt alle Auszeichnungen und dann werden wir Sänger, so wie das die Casting-Shows machen jetzt, aber in dem Falle jetzt für die Operette. Schon nächstes Jahr soll es losgehen mit dem Goldenen Juppie. Glückliche Menschen mit schönen Erinnerungen. Gleich zeigen wir Ihnen, dass auch Schlossbesitzer Sorgen haben können. Aber vorher gibt's die Tipps. Morgen ist Comedian Martin Fromme im Revier mit, wie er selbst sagt, einarmiger Comedy. Ich auch zu eurer